Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Hey, im letzten Part haben wir Paul und Mecca sowie Ken Rosenberg aus dem Caligulas Casino kennengelernt. Und wir haben auch die Bootsfahrschule absolviert. Nur so zur Info, ich habe die Mission... jetzt fährt der Bastard mich erstmal um. Dieses fliegende Fisch, wo ich Schwierigkeiten hatte, das habe ich offscreen auf Gold geschafft mit einem einfachen Trick. Ich bin einfach noch weiter raus und habe die Pfeiltasten benutzt. Das andere habe ich leider nicht auf Gold machen können, aber ich würde sagen, das ist auch in Ordnung. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Überfallmission. Mal gucken, was denn von uns verlangt wird. Okay, unsere Planungszentrale ist eine Abstellkammer. Oh, Carl. Ich könnte die Lichter zumachen. Oh, ich dachte, ich hätte. Aber dieses Fenster hier muss ein bisschen Licht in. Ja, das ist perfekt hier. Das ist, was wir planen. Heiße. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Okay, wo kriegt man sowas? Bei Rewe für einen Euro oder was? Na, den Busi macht es ja nicht aus, in der Dunkelheit zu stehen. Er ist ja blind. Der ist immer im Dunkeln. Du brauchst eine Kamera, um die Casino-Pläne zu fotografieren. Schnapp dir eine von einem Touristen auf dem Strip. Okay, jetzt muss ich des schnöden Mammons wegen wieder mal einen Menschen umbringen. Wie tragisch. Aber wir tun am besten so, wie es von uns gefordert wird. Wir kriegen noch früh genug Schwierigkeiten damit. Denn diese Pläne gibt es, wie gesagt, nicht einfach für ein paar Euro bei Rewe. So, wo haben wir denn einen Touristen? Okay, hier sind sie schon. Ey, du, wir wollen was von dir. So geht's. Merci beaucoup. Du hast eine Kamera, begib dich jetzt zum Gebäude der Planungsbehörde, okay. Da müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen also die Pläne illegal abfotografieren. Ich kann mir jetzt... Ja, in der Planungsbehörde herrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Mach keinen Ärger. Okay, dann stecken wir die Knarre halt einfach mal weg. So. Nicht so das schönste Auto zum Fahren, aber es reicht. Der Zweck heiligt die Mittel. Wir gehen in die Behörde und besorgen uns Insider-Informationen über dieses Casino. Stellen wir mal unseren Wagen hier ab. Stecken die Waffen weg und gehen rein. Dies ist eine Behörde. Keine offen getragenen Waffen, sonst wirft man dich vom Gelände. Okay. Dann fragen wir erstmal, wohin wir müssen. Can I help you, sir? Ja? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's Casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Ja klar, das ist streng verboten. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Ich hätte ja nachgefragt, warum man sowas sehen möchte. Ja, das Treppenhaus ist zugänglich. Ich klettere hinein. Sind im hinteren Raum im obersten Stockwerk. Okay, dann rennen wir mal schnell die Treppen hoch. Warum sollte ein normaler Bürger so etwas sehen wollen? Da würde ich schon misstrauisch werden als Behörde. Ich würde denjenigen zumindest namentlich registrieren lassen. Du kannst die Casino-Pläne nicht fotografieren, wenn der Wachmann in der Nähe ist. Du musst ihn ablenken. Okay, machen wir. Unten ist ein Dokumentenarchiv. Geh runter und sieh zu, ob du ein Ableckungsmanöver starten kannst. Hier ist das. Diese Klimaanlagen sind irgendwie altersschwach. Zerstöre sie. Ja, okay. So, schon sind sie weg. Hilfe, wir brennen. Aber zum Glück, dank der Feuerwehrmission, absolut... sind wir absolut immun gegen Feuer. Gut, sie sind mit der Evakuierung beschäftigt. Ich gehe nach oben und fotografiere die Pläne an der Wand. So, dorthin, wo alle... Da ist das Treppenhaus. Aber wir müssen noch nach oben was erledigen. Der Wachmann ist weg. Hier steht überall Fotografieren verboten. Kamera raus. Und... sehr gut, du hast die Casino-Pläne fotografiert. Verlass das Gebäude, bevor man dich erwischt. Ja, wir werden aber dummerweise erwischt. In einer gewissen Weise. Zwei Fahndungsstellen. Die Cops können wegen des Feuers die unteren Türen nicht schließen. Mach, wenn nötig, mit deinen Waffen Gebrauch. So. Das hier ist meine Schrotflinte. Na, will noch jemand Ärger?
Ich würde euch nicht empfehlen, euch mit CJ anzulegen. Eine automatische Schrotflinte, das Ding ist doch auch geil. So, zack, zack. So, der ist auch erledigt. Was habt ihr gegen mich? Ihr habt euch das ausgesucht, nicht ich. So, nachladen. So. Ja, der Waffenskill ist noch sehr niedrig. Müssen wir ein bisschen üben mit dieser Waffe. Wenn wir sie regelmäßig einsetzen wollen. So, noch mehr. Schön leer schießen, wir haben ja sowieso genug Muni. Hinter der Tür lauern doch garantiert noch welche, ja? Der Sicherheitsmann. 3 Sterne. Ah. So. Mit 3 Erfahrungssternen am Arsch ist es natürlich ein bisschen schwer zu entkommen. Eieieiei, Hilfe! CJ, schneid schnell ein. Weg. 4 Sterne, Alter! Alter, 4 Sterne, ist doch nicht euer Ernst. Hier, komm, verpisst euch. Ja, die Karre ist natürlich jetzt so beschädigt, dass wir damit nicht so weit kommen werden. Aber wir könnten es noch schaffen. Ich meine, die Mission ist ja auch nicht ans Auto gebunden. Wir können theoretisch dann noch rennen. Ah, 4 Sterne? Jetzt übertreib mal nicht. Eure Polizeibeamten sind gestorben, weil sie irgendwas beschützen wollten. Die haben erst auf mich geballert. Ich habe damit nicht angefangen. Und in den USA trägt eben jeder Waffen. Prima. So, wir haben es. Erste Vorbereitungsmission geschafft. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Sehr schön. War aber durchaus eine anspruchsvollere Mission. Belohnt werden wir dafür nur mit Respekt, weil es ja keinen Gewinn bringt. Den großen Gewinn, den sahen wir dann später ab, wenn wir das Casino überfallen. Deswegen müssen wir jetzt noch darauf verzichten. Und ja. Kriegen wir alles hin. So, bisschen kaum verschossene Munition auffüllen. Speichern und dann können wir, würde ich sagen, auch schon die nächste Mission in dieser Hinsicht machen. So. Rein ins Casino. Und den nächsten Plan abholen. Schick ist hier. Ich werde garantiert nochmal bei euch spielen. Poker habe ich noch nicht gespielt. Aber gut, ich glaube, das habe ich in diesem Laden sowieso nie verstanden. So. Key to her heart. Blind, man, but you gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just gonna be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Have it. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss. This arrived for CJ. Hey! Damn, man. Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Das Lovefist-Plakat im Hintergrund ist lustig. Das ist doch diese Band aus Vice City. It's the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Okay. Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Begib dich zu Caligula's Palace Casino. Okay, scheint so, als müssten wir einen Menschen da rein involvieren. Steigen wir mal in dieses hässliche Auto, genannt Hustler. Und begeben wir uns mal zum Casino unseres Erzfeindes. In dem wir auch problemlos spielen könnten, aber irgendwie habe ich keinen Bock, da hinzugehen. Wir haben ja noch die Missionen, die wir dort machen müssen, aber auf die pfeife ich erstmal. Ey. Mein schönes, antikes Auto, du Arsch. So, was müssen wir jetzt machen? Eine Frau raus entführen oder was, damit sie uns den Sicherheitscode gibt oder sie durchvögeln, keine Ahnung. Okay, sieht ganz so aus. Die Croupier hat einen Keycard und kennt den Code. Folge ihr. Okay.
Another shift over. See you tomorrow. Wie läuft die denn hier? Wenn du ihr zu nahe kommst, erschrickt sie, doch wenn ihr Vorsprung zu groß wird, verlierst du sie. Okay. Ist wie mit diesem Reporter, wir müssen ihr folgen und dürfen sie nicht verschrecken. Nur ein bisschen doofer diesmal, denn dieses Mal fährt die im Auto. Mal gucken, wie die so fährt. Und hält sich natürlich auch an die Verkehrsregeln, wie dieser blöde Taxifahrer. Das wird ja jetzt lustig. Legt die Beine hoch, Leute. Mache ich auch gerade. Streckt sie ein bisschen durch. Wir müssen jetzt warten, bis es anständig vorwärts geht. Es gibt mehrere Methoden, wie wir an diese Keycard kommen würden. Im besten Fall, also vom Spiel her, ist es so vorgesehen, dass wir sie einfach so lange daten, bis sie uns ausreichend mag und wir dann die Keycard von ihr bekommen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sie direkt umzulegen und die Keycard aus dem Hause zu stehlen. Ich habe bisher immer Letzteres gemacht, aber ehrlich gesagt finde ich Millie irgendwie auch ein bisschen süß, trotz ihrer interessanten Art. Und deswegen werde ich in diesem Spiel auf jeden Fall die Keycard bekommen, indem ich sie date. Denn ich möchte sie nicht umbringen. Das ist unmännlich. Man darf als Mann keine Frauen töten. Das geht einfach nicht. Schon gar nicht CJ. Guck dir auch mal diesen kräftigen CJ an. Dieses arme Stück Frau, die auch gar nichts dafür kann für unsere Planung. Also ich finde es einfach auch ungerecht, sie zu töten. Sie gehört keiner Gang an. Sie will... sie sucht nur Liebe. Sucht doch jeder Mensch in einer gewissen Weise. Wer ist schon gerne allein? Wer wird denn nicht gerne geliebt? Naja... Nee, sie hat es nicht verdient zu sterben und deswegen werde ich ihr die Keycard auf normalem, vorgesehenen Wege abknöpfen, nämlich indem ich sie date. Und auch eine wirkliche Beziehung zu ihr aufbaue. Menschen sind nämlich kein Stück Papier, das man einfach in den Müll schmeißen sollte. So, die wird jetzt hier wenden. Ui, sie geht in den Sexshop. Ja, prima. Würde ich sagen, gehen wir gleich mal hinterher. Vielleicht kann ich auch für mich privat noch was mitnehmen. Ich bräuchte mal ein paar neue Filmchen. Sie ist in den Sexshop gegangen. Folge ihr hinein. Und wer weiß, vielleicht braucht CJ ja auch noch sowas. So, stecken wir mal die Waffen weg. Wir müssen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Ja, würde ich sagen, gucken wir erstmal, was sie so im Angebot haben. Die Croupier ist irgendwo hier drin. Suche sie. Was haben wir denn hier bei den Bestsellers? Ja. Love Hamster 2, Filthy Chicks, Anaconda... This can't be legal. Candy Sucks. Okay, das ist doch dieser Pornostar aus Vice City. North Wie Nurses. Den würde ich mir kaufen. Jenny and Sarah. Oh, lesbische Abenteuer. Geil. Okay, ich glaube, wir haben uns genug umgesehen. Suchen wir lieber erstmal unsere Frau. Wow, it's nice and tight. Yeah. I'm sure you'll squeeze in just fine. Ist das eine Mitarbeiterin? Ui, schönes Korsett. Oh, hi, Benny. Yes, Master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. Uiuiui, die gute Dame scheint wohl so ein bisschen auf Härteres zu stehen. Dann würde ich ja sagen, wissen wir ja gut, wie wir sie angreifen. So, die gute Frau geht wieder. Besorgt ihr einen S- und M-Anzug. Na, mal los. Müssen wir ihn jetzt auch direkt anziehen? Oh shit, CJ, wie siehst du denn aus? Naja, in deinen kräftigen Muckis? Naja, verlasse den Shop und folge der Croupier. Ey, mach mal da Platz hier. Gut, gehe ich halt außen rum. Ich fange jetzt keine Schlägerei an. Die Croupier hat den Shop verlassen. Folge ihr, aber geh nicht zu nah dran. Oder nicht zu dicht, ja, ist eigentlich scheißegal. Ich weiß genau, was gemeint ist. Steig in deine hässliche pinke Karre und fahr weiter. Keine Angst, wir wollen dir nichts. Wir wollen nur deine Liebe. Wir wollen nur deine Liebe. Ey, hat die gerade einen Menschen überfahren? So, ich steig einfach mal den Wagen. Der ist nämlich viel schicker als der andere. Ein Windsor. Ups, jetzt habe ich einen Menschen überfahren, ja. Das war nicht gut, aber immerhin bin ich maskiert. Keiner kann sehen, wer ich bin. Das hat so einen SM-Anzug nochmal so an sich. So, prima. Die Ampel war auf grün. Da war uns das Glück Holz. Hier zu stehen ist nämlich immer doof. Dafür ist jetzt... Ey, die war noch gelb. Durch gelb darfst du noch durchfahren, Schnucki. Durch gelb darfst du noch durchfahren. Na gut, jetzt müssen wir halt warten. Das war nicht meine Schuld. Du bist mir reingefahren.
Alter! Na gut, jetzt bleibst du halt unter meinem Auto, solange bis ich weiterfahre, ne? Arschloch. Greift er mich einfach hier mit seiner Schaufel an, obwohl er mir reingefahren ist. Sag mal, geht's noch, oder wie? Dein Kumpel mit dem Motorrad haut einfach ab. Da kannst du noch durchfahren. Ach, Mann. Na egal, trinke ich mal einen Schluck Wasser. Ah, ich liebe Wasser. Ja, und ich weiß, dass Wasser offiziell ein langweiliges Getränk ist, aber ich trinke es trotzdem gerne. Ist ein Durstlöscher, weniger Erfrischungsgetränk. Also, na, Erfrischungsgetränk schon, aber ist kein Genussmittel. Wasser gilt nicht als Genussmittel, so wie zum Beispiel Kaffee oder Limonade oder Alkohol oder sowas. Wasser ist ein reiner Durstlöscher. So, da vorne hält sie jetzt auch wieder. Zur Sicherheit bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen. Es ist rot. Beschwert euch nicht, dass ich hier stehe. Ich darf nicht bei rot über die Ampel fahren. Das ist zwar GTA, aber das heißt nicht, dass keine Regeln gelten. Prima, die Ampel wird wieder grün. Dann folgen wir ihr mal. Lauft mir doch nicht vors Auto. Ich krieg noch einen Fahndungsstern wegen euch. Nur weil die Leute mir hier wieder vors Auto springen. Ja, ist jetzt auch wieder rot. War ja klar. Das ist immer so lästig, dieses Folgen von ihr. Ah, was tut man nicht alles? CJ wird jetzt gleich richtig seinen Spaß haben, nehme ich mal an. Falls überhaupt auffliegt, dass er nicht Benny ist oder wer auch immer dieser Typ da hieß. Mann, wird das nur was? Danke. Es kommt auf der anderen Seite auch niemand. Hoffentlich kommt jetzt auch kein Zug oder sowas. Ah, letzte Ampel. Oh nein, das gibt es doch nicht. Jede scheiß Ampel wird immer sofort rot, wenn sie da ist. Das ist nervig, das ist nervig, das ist nervig, das ist nervig. Ich werde die Dates übrigens offscreen machen, bis auf das jetzt natürlich, das ist ja Teil der Story. Ja. So, wo wohnt die Gute denn jetzt? Ah, wir haben es jetzt endlich geschafft. Parke vor dem Haus der Croupier. So, die Gute ist zu Hause und wartet auf denjenigen, der sie anscheinend ein bisschen durchnudelt. Der Sexsklave wird gleich kommen. Warte in der Nähe und sorge dafür, dass er das Haus der Croupier nicht erreicht. Ja, da vorne ist er auch schon. Den schlagen wir mal gleich mit unseren neuen Muay Thai-Kampftechniken richtig zusammen. Seht ihr? Er fixiert ihn und zack. Das ist im normalen Kickboxen nicht erlaubt. So, den Dildo nehmen wir mal auch schön mit. Hallo, Millie. Wie geht's denn so? The door's open, Master. Na, mal los. Holy shit. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Das ist dein Haus? Na gut, interessantes Design. Hey, good, I'll punish you more. Oh, Benny. You minx. Oh oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Zum Glück werden wir ausgesperrt. Ich will gar nicht wissen, was er mit ihr macht. Ei. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Du hast eine Freundin mehr. Du musst sie zum Essen ausführen, bevor sie dir die Keycard gibt. Ja, ich hab's verstanden. So, haben uns noch eine Freundin geangelt, wenn auch eher unfreiwillig. Ja, und unser Auftrag ist es jetzt, die Gute auszuführen, bis wir diese blöde Keycard haben. In der Zwischenzeit können wir noch andere Sachen machen. Ja, der SM-Anzug steht ab jetzt in deinem Kleidungsschrank zur Verfügung. Ist sinnvoll, das zu wissen, weil wenn man den anzieht, dann können wir uns das mit dem Essen sparen. Ich glaube, dann legt sie direkt los. Aber da bin ich jetzt auch nicht so sicher. Ich habe ja auch die Austern eingesammelt. Das heißt, ich habe sowieso nochmal mehr Sympathie bei meinen Frauen. Erleichtert mir die Sache vielleicht auch ein bisschen. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.